have been chosen to govern a land of great peril and promise. It has suffered long from the scourge of banditry, but there is another threat, an illegitimate baron who claims the northern territories as his own. Will you prove yourself worthy of this honor, or will you perish by the traitor's steel? Scheiße, sieht das gut aus, du. Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angespielt oder zu einem Kurz-LP für mein Angespielt auf meinem Kanal. Ich bin Softwerker und ich teste diverse Games hier und da und spiele hauptsächlich aber Survival Games, Modern Minecraft, Fabrikspiele wie Satisfactory Plus und ähnliches Gedöns. Aber ich bin auch ein kleiner Freund von diversen City-Buildern, sofern sie denn gut sind. Habe auch jetzt diverse Spiele getestet, wie zum Beispiel Off Life and Land. Das fand ich sehr gut. Und jetzt gab es Review-Keys für Creator und Presse zu Manor Lords. Und da bin ich doch gerne mal dabei. Meine, ich habe es schon im Stream erwähnt bei mir die Tage. Jeder Streamer im deutschen Bereich spielt das gerade. Das heißt, ihr werdet gerade von LPs überhäuft zu dem Ding. Ich gehe da logischerweise unter. Was ich jetzt mache, ist, ich spiele so ein Kurz-LP, um es mir halt mal anzuschauen erstmal. Und dann mache ich halt eben am Ende des Kurz-LPs, mache ich dann mein Review fertig und sage dann, was ich von dem Spiel halte, meine Meinung abgeben. Und dann schauen wir, wie es läuft. Sollte das Kurz-LP dann überraschenderweise doch sehr viel Anklang finden, dann machen wir das LP entsprechend noch weiter. Wenn nicht, dann mache ich halt was anderes. Also von daher habe ich jetzt kein Problem mit. Aber da ich jetzt eh eine Runde zocken muss oder zocken will für das Review, mache ich es halt auch gleich als Kurz-LP, wie es bei meinen Angespiels immer so üblich ist. Das Spiel ist überraschend, ist jetzt seit 7 Jahren wohl in Produktion, hat über, also eines der am meisten gewünschtesten Spielen ever mit 2 Millionen. Und das Krasse ist, von einem einzelnen Entwickler in Polen wurde das Ding angefangen. Erstens, es geht jetzt in den Early Access. Und ich bin mal gespannt, was die aus meinem. Wenn man sich das Spiel anguckt und das ganze Publishing anschaut, da ist garantiert nicht mehr nur noch einer dahinter. Das ist viel zu viel für eine Person. Aber die gesamte Idee, das gesamte Konzept und alles kommt halt von einer Person, die sich dann halt eben vermutlich noch ein, zwei Leute dazugeholt hat, dann den Publisher dazugeholt hat, wie jetzt Hooded Horse, die sich um die ganze Werbung und den ganzen Blödsinn kümmern, sodass er sich halt wirklich um das Spiel selbst konzentrieren kann und ich bin gespannt. Wir haben jetzt gerade den Trailer gesehen und der sieht ja hammer geil aus. Also das ist ja High-Quality-City-Builder plus Total War. Das ist interessant, da bin ich mal gespannt, wie sich das anspielt. Und mal gucken, aber Grafik ist logischerweise nicht immer alles, sondern auch die Spielmechanik selber muss ja passen und bin mal gespannt. Wir legen also los und machen ein neues Spiel. Und ich müsste, genau, ich habe mir nämlich mein eigenes Code of Arms bereits erstellen können, yay! Ich bin der Softay, logischerweise nicht der Hans, sondern der Softay. Bin ich hier mit Schneunser?
Weiß gerade nicht, welche sein möchte. Ich glaube, wir bleiben bei ihm. Der Rest sieht also komisch aus. Da sind wir und da haben wir unser Court of Arms. Name, Software, Portrait, bla bla bla. Und wir sollen offenbar, so Schwierigkeitsgrad machen wir ganz normal, entspannt Standard, ganz klar. Aber die haben sogar schon mehrere Möglichkeiten. Aufstieg zum Wohlstand, Siegesbedingungen, das ist eine große Stadt, danach können wir okay, alle Gebiete erobern und... Achso, das sind die Settings und das sind die verschiedenen Vorlagen dann. Die dann quasi einfach nur... Okay, verstehe. Siegbedingungen, Herrschaft, KI-Gegner sind aus. Achso, es gibt noch keine KI-Gegner, also außer jetzt den normalen Dingern. Kommen aber noch. Wir haben die Early Access Map zur Auswahl. Es gibt also keine random generierten Maps, sondern das ist offenbar immer eine feste Map, auf der man spielt. Okay, das macht bei solchen Spielen aber auch Sinn. Okay, dann haben wir hier okay, alles klar. Das sieht aber gut aus. Starten wir mal das Spiel. Und bauen wir unsere Siedlung. Mal schauen, wie das läuft. Achso, das war's kein. Ich dachte, kommt jetzt gerade ein Intro-Trailer, aber nee, das ist ja nur ein Bild. Wenn ein Screenshot so aussieht wie ein Intro-Trailer, dann weiß ich schon, das könnte gut werden. Ich bin gespannt, wie das hier wird. Ich höre ein Rauschen. Kamera. Wow. Ich glaube, das sollte eine flüssige Kamerabewegung sein. Das war jetzt irgendwie nicht der Fall bei mir. Gut. Was sagt ein Hardware-Monitor jetzt? Wir gucken mal ganz kurz rein. Ich habe das mal hier nebenbei noch mit offen. Dann gucke ich mal ein bisschen drauf. Ich habe fast Ultra-Settings, aber gecapped auf 60 FPS. Oh shit, und meine GPU ist gerade bei 100% Auslastung. Okay. Vielleicht sollte ich dann nochmal ein... Okay. Uff. Okay. Moment. Dann gehen wir mal hier auf Balance, FSA und ich gehe mal hier auf wieder runter. Weil das hatte ich mal dann hochgestellt. Okay. Wie sieht meine GPU jetzt? Immer noch 100%. Oh shit. Okay. Das heißt, wir kommen gerade nicht auf die 60 FPS. Okay. Wir sollen die Länder vereinen. Okay, kein Problem. Dann gehe ich mal runter auf 30. Das ist für euch zum Zuschauen jetzt eher nicht so wichtig. Ne? Weil ihr guckt eh nur 30 FPS. Von daher macht das jetzt keinen Unterschied. Aber man muss jetzt so sagen, ich habe nur eine i5 8600. Der langweilt sich aber gerade mit 27%. Und nur eine 1070 GTI. Das heißt also, das ist schon Low-End. Bis vermutlich in 2-3 Wochen. Dann habe ich den neuen PC hier. Mit einer 4060 Ti dann und so weiter. Aber ja, man merkt schon, ich brauche dann doch. Okay, jetzt sind wir bei 58% Leistung. Das geht dann also schon. Dann belassen wir es dabei und dann passt das. Ich sag mal, High FPS bei so einem Spiel ist auch nicht unbedingt so wichtig, weil das macht jetzt nicht so den Unterschied. Wenn du nicht in der Ego-Perspektive bist. So, in Manalus benötigen Familien Nahrung und Brennstoffe sowie ein Dach über dem Kopf, um überleben zu können. Überwache die Vorräte, um zu sehen, auf welche Bestände ihr zurückgreifen könnt. Okay. Okay. Sieht aber hart grisselig aus noch, oder? Ich hasse diesen Krisselfaktor jedes Mal. Und die Kuh ist ganz schön laut, oder der Ochse. Wir sind in Eichenhaus, können wir glaube ich umbenennen, ne? Können wir es umbenennen? Ja. Das wird Softopia, logischerweise. Danke. Ich fummel mal gerade ein bisschen mit den Grafik-Settings rum. Und vielleicht den Lautstärke. Gut, die Lautstärke ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ich meine, von hier oben ist es eh egal.
Von hier oben sieht man es nicht. Von hier oben ist so wirst du wahrscheinlich eh häufiger spielen. Selbst nur wenn du wirklich nah rangehst und dann halt eben. Es sieht auch gut aus, aber diese Krissel-Effekte. Ich guck mal ganz kurz, ob ich noch ein bisschen schick gestellt kriege und dann sind wir da wieder zurück. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt ein bisschen rumgezwiegt und ein bisschen rumgestellt und jetzt haben wir auch eine recht gute Ansicht. Man sieht alles schön im Detail. Wie gesagt, man wird selten wirklich auf diese Entfernung rangehen. Aber es sieht trotzdem super aus. Und das auch in der 1070 Ti. Ich musste die Grasdichte ein bisschen runternehmen, weil man sieht es vielleicht ab und zu beim Bewegen, gibt es so einen Schimmereffekt. Das liegt daran, dass ich auf 30 FPS mache. Auf 30 FPS streame, weil dadurch kommt da so ein Schimmereffekt rein. Und das wirkt dann so, als würde da so ein Schatten hinterherlaufen. Jetzt guck mal beim Sehen hier, da sieht man gerade so, wieder so ein Schatten nachzieht quasi. Und das hast du bei 60 FPS zum Beispiel nicht, aber bei 60 FPS, wie gesagt, ist meine Grafikkarte auf Anschlag. Von daher passt das. Und wie gesagt, üblicherweise spielst du vermutlich eher so. Oder vermutlich dann irgendwann später so. Ne, also von daher, ja. Hier draußen ist übrigens meine Grafikkarte jetzt bei 23%. Das ist deutlich entspannter jetzt. Ich sollte immer so spielen. Okay. Das ist die Region, alles klar. Und dann schauen wir doch mal, was jetzt passiert. Ich bin übrigens gerade vor der Datumsanzeige, also gehe ich am besten mal darüber. Ich hoffe nur, das verdeckt auf der anderen Seite dann nichts. Da ist das Zelt. Vorräte. Balken, Vorräte, okay. Ich denke, ich kann mit der Kamera sicher erstmal auf die andere Seite gehen. So. Und dann seht ihr auch hier unten, wir haben jetzt März und es geht los. Wir sollen jetzt erstmal Bäume fällen. Gebäude, Karte, Hilfe. Sag mal, nee, wir brauchen Y. Vermutlich brauchen wir einen Holzfäller sowas, ne? Genau, Holzfällerlager. Damit wir Holz fällern können. Hat Stärke und Schwächen. Ressourcen bekommen, Bodenfruchtbarkeit. Okay. Also die Regionen unterscheiden sich so ein bisschen. Durch verschiedene Ressourcen und Bodenfruchtbarkeit. So, mit Drehen machen wir. Achso, klicken, halten ist drehen, alles klar. So, das Holzverlag stellen wir ein bisschen hier drüben hin erstmal, oder? Die Eckpunkte sind wahrscheinlich die Straßenverbindung, die wir haben. Okay. Familien, die nicht zugewiesen sind, werden automatisch jetzt das Bauen anfangen. Okay. Ohne das Bauen. Okay, Ochsen transportieren das Zeug. Okay, was haben wir hier für neue Einheiten erstellen? Ich will keine Einheiten erstellen, sorry. Okay, der Knecht ist gerade der Loren. Der Ach, Lorenz ist der Ochse. Und Bartholms ist der das Zeug schleppt. Jetzt schleppen die Ochsen echt jetzt das. Oh, wow. Die planieren jetzt schon mal. Und da kommt der Holzfällerlager da an. Okay. Wir brauchen also auf jeden Fall Familien, die keine Arbeit haben, die sich dann um das Bauen kümmert. Okay, hier die Animationen sind wieder komisch, weil sie halt in der Mitte hängen. Auf den Boden klopfen, aber okay. Es ist okay. Es ist für so ein Spiel völlig ausreichend. Wir brauchen einen Speicher und wir haben kein Dings. Eine neue Nachricht. Ildebold von Berneute. Ist Hildebold der Baron? Rückschreiben. Absatz hier einfügen. Ihr habt keinen rechtsmäßigen und Hofstätten. Absatz hier einfügen. Behandeln. Oh, wow, okay. Need Silver. War Surprise. Kriegserklärung. Phrasendreschen.
Genau. Also, du hast keinen rechtmäßigen Anspruch, aber ich möchte gerne Silber. Okay. Die Sachen kann ich noch nicht nutzen, weil Dings. Okay. Verschicken. Wir haben null Einfluss. Ich glaube, das mag der jetzt bestimmt nicht so, oder? Gehe ich mal von aus. Irgendwas ist hier immer. So, die klopfen da jetzt noch an dem Dings rum. Der Holzstamm ist dort. Hier liegen offenbar Waren ungeschützt. Ah ja, hier. Wir sollten also auf jeden Fall einen Speicher bauen. Brennholzgruppe, Jägerlager, Wildhütte. Hier, Logistik, Speicher. Braucht 2 Baumstämme, 10 Stein. Hätten wir da. Lagerhaus. Speicher. Okay, Lebensmittel und normal. Okay, wir brauchen beide, ne? Okay. Dann machen wir den Speicher mal hier neben, wa? So. Und dann das Lagerhaus gegenüber am besten. So. I do hope we have enough wood to finish this building. It'd be most embarrassing to run out halfway through. Die Aussagen sind deaf from all that hammering. Ich hoffe, die Aussagen werden noch auf Deutsch übersetzt, weil sie sind ziemlich gut. Wegen, ich hoffe, wir haben genug Holz für den ganzen Bau. Wäre doof, wenn wir jetzt mittendrin aufhören müssen. Oder Alter, ich werde von dem noch top von dem ganzen Gehämmer hier. Okay. Okay, wir sollen jetzt hier eine Familie zuteilen. Familie zuweisen. Also du teilst die komplette Familie zu. Die arbeitet dann hier. Und jedes Haus hat quasi eine Familie, ne? Wie viele Familien habe ich denn gerade aktuell? 10 Familien, okay. Nee, ich habe 5 Familien, okay. 5 Familien mit 10 Leuten insgesamt. 5 Familien Stufe 1. Okay. Das Interface ist bei mir ein bisschen größer. Ich habe es für euch im Video ein bisschen größer geschaltet. In den Settings habe ich ein bisschen größer gemacht. Der Handkarren. Okay, der Handkarren braucht Straßen, damit er schnell ist. Alles klar. Dann los. Was ist das hier? Ist der Lagerplatz oder was ist das? Das ist anbindbar. Ach nee, das ist für den Ochsen. Okay. Dann haben wir die Vorräte und das Zelt für Obdachlose. Gut, das kommt ja eh weg. Mit den Anbindebalken sollten wir auf jeden Fall mal mitmachen hier. So. Dann einmal so und dann am besten dann runter zum... Schön, dass es automatisch auch macht, ne? Schöner wäre natürlich also so Trampelpfade, die sich langsam anlegen. Das fände ich noch schöner. Das machen ja auch einige Spiele so und die halt eben dann... Je nachdem, wie oft er gelaufen wird, wird er halt eben Trampelpfad angelegt. Aber so ist er auch schon nicht verkehrt. Und die Texturen sind extrem gut hier. Okay, cool. So, da wird das Lager, der Speicher gebaut. Hier ist das, der Holzfäller bereits am Arbeiten. Sehr schön. Wir kriegen also unser Holz. Neue Gebäude ist fertig, Holz. Okay, alles klar. Danke für die Information. Kann ich es ausblenden? Nee. Wir haben Obdachlosigkeit. Ja, das ist okay. Verursacht Verlust von Zufriedenheit und kann im Winter zur Erfrierung führen. Okay, und obdachlose Menschen können nicht zur Miliz einberufen werden. Gut. Die Jungs holen sich jetzt hier die Vorräte, die Ressourcen. Der Speicher ist bereits im Bau und sollte gleich fertig sein. Sehr schön. Trägt der da? Der trägt sogar. Das sind sogar echt. Nee, das ist, glaube ich, jetzt nur Deko, oder? Das wäre ja ziemlicher Overkill, wenn die beim Transportieren im Korb dann auch tatsächlich die richtigen Sachen drin haben. Jetzt gucken wir gleich mal. Beim Stamm sieht man das sofort, wie das geht. Sie buddelt hier fleißig mit, die Margret. Okay. Wo ist der Ochse? Da ist er. Der Speicher ist jetzt fertig. So, jetzt müssten die Leute eigentlich, wenn die fertig sind mit dem Arbeiten, die Sachen da einlagern, ne? Bevor die Wetterschäden kommen.
Achso, hier kann ich die Familie zuweisen, alles klar. Bis zu vier Familien gehen hier. So, offenbar arbeitet jetzt die Margret da. Und sie nimmt den Handkarren. Jawohl, nice. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich. Boah, das ist laut hier unten. Junge. So, nimmt der jetzt. Er nimmt einen Korb in die Hand. Okay, der Korb ist aber. Wow. Sie schleppt den Karren und er trägt das Körbchen, weißt du? Junge. Wie lame. Alter, ist so krass. Die haben sogar tatsächlich die Vorräte sogar als Bilder mit drin und so weiter und so fort. Oh, wow. Okay. Uff. Der Detailgrad hier von dem Spiel. Uff. Ich geh mal mit der Audio ein bisschen runter gerade, weil die. Das ist alles ein bisschen laut, ne? Umgebungsstimmen machen wir auch mal, genau. Die waren jetzt ein bisschen laut, die ziehen ein bisschen runter. Die sind zwar ganz lustig zuzuhören, aber ja. Irgendwann nerven sie halt. Ja, schon besser. Okay, dann kommen sie mit ihrem Karren dahin und dann holen sie die Sachen hier ab und bringen die dann darüber. Und er wieder mit seinem Körbchen. Okay, also sie offenbar arbeiten die Margret und der Albrecht zusammen jetzt im Speicher. Hier kommt jetzt auch einer rein. Und jetzt fangen hier. So, also gespeichert. Wir brauchen eine größere Marktfläche für den Stand. Ah, okay. Soll ich da so mal einen Weg hinmachen? Der kostet ja nichts, oder? Geben wir ihr mal eine Straßenanbindung. Dann ist er ein bisschen schon unterwegs, die Gute. Das können wir wieder abreißen. Ne? Das schadet ja nicht. So, jetzt kommt da der andere Karren. So, lass mal gucken. Nimmt denn der jetzt auch tatsächlich die Sachen da rein? Vermutlich, ne? Es kommt auch Holz rein, oder? Der hat sogar das Holz in der Hand dabei. Ach, leck mich am Arsch. Okay, wow. Uff. So, nächstes Problem ist, Leute sind obdachlos. Wir sollten also Häuser bauen. Das wäre vermutlich die Verwaltung. Wohngebäude. Einen Ziehbrunnen. Okay. Und. Okay, wo ist denn hier Wasser? Okay, wir haben hier. Okay, das sieht gut aus. Dann können wir den eigentlich direkt hier so mit hinstellen. Der braucht aber ein bisschen mehr Platz, wie es aussieht. Okay, der braucht auch so einen. Okay, der hat auch so einen Platzverbrauch wie ein normales Ding. Wir könnten ihn also eigentlich hier. Eigentlich müsste er ja logischerweise neben dem Dings hier stellen, oder passt da nicht mehr hin. Ups. Nochmal Bau. Brunnen. Rehen. Wir könnten den somit hinstellen. Natürlich da bei dem Anbindepfosten im Weg, aber das macht ja nichts. Okay. Was kostet denn der Brunnen? Habe ich gar nicht geschaut jetzt, ne? Nur Holz. Ein Holz, das geht. Dann haben wir da auch noch Straße ran. So, zack. Dann haben wir einen etwas breiteren Weg, aber das passt dann schon. So, der Platz ist jetzt leer. Das ist alles weg. Das, wir können jetzt hier die Straße wieder abreißen, ne? Kanzel, Krümmung, Passenstraßen, Alt, Remove. Zack. Nice. Super gut. So. Dann kommen wir jetzt zu unseren Häusern. So, die Hofstätte 1. Also ist ein variables Grundstück, okay? Baukosten 2. Zwei Holzblöcke. Wir haben nicht mehr so viel Holz. Wir sollten. Wie viele Leute arbeiten denn jetzt inzwischen, sehe ich das? Zufriedenheit. 3. Okay. Dann geben wir den nochmal. Machen wir den hier mal voll gerade. Dann sind 5 zugewiesen. Und. Oh. Achso, ja, weil ich habe ja nur 5 Familien insgesamt. Okay, Entschuldigung. Eine fliegt raus. So. Und dann brauchen wir jetzt. Mehr Häuser.
Genau, flexible Größe. Der Cursor aus den Straßen ein, natürlich Terminal zu erzeugen, größere Fläche unterzulassen. Mhm. Die ersten zwei Punkte sind immer die Vorderseite. Alles klar, danke. An Straße einrasten. Das könnte ich hier. Hallo? Ah ja, hier. Fläche zu klein. Wie Fläche zu klein? Nicht genügend. Ich habe nicht genügend Waren. Das ist was für drei Häuser erstmal nur. Okay. Das wäre zu klein für alles. Hier hätten wir sogar vier Häuser. Und hier wäre Platz für Erweiterung, okay. Warte mal. So, dann haben wir das Haus, die Häuser. Plus Platz für Gebäude. Für Erweiterung. Das klingt doch gut, oder? Okay, wir brauchen dann trotzdem noch mehr Häuser. Dann würde ich mal die Straße hier rausziehen wollen. Die passt da gar nicht zwischen, scheiße. Mist. Warte mal, kann ich das abbrechen? Abreißen. Abreißen. Was ist die Anzahl der Gebäude? Okay. So, dann lassen wir erst die Straße hier längs ziehen, nach Norden raus noch. So. Dann machen wir ziemlich eine ganz große Siedlung einfach und fertig. So. Bis hier vorne ran. Das wird so eine schicke Front. Sehr schön, guck doch mal, oder? Da haben die auch alle Platz und alle ihren Spaß. Alle ihre Parzellen und fertig. So, müssen wir warten, bis wir jetzt genug Holz haben, dann können wir loslegen. Dann haben wir hier genug Häuser, sogar noch welche für die Zukunft. Fertig. Wir bauen doch groß. Dann würde ich sagen, spulen wir ein bisschen vor. Habe ich nicht. Hoppala. Okay, offenbar nicht. So. Ja, dann spulen wir vor. Machen wir hier das Holz fertig haben. Das wären 14 Holz. Da sind 10 Holz gerade. Der arbeitet gerade noch am Bauen. 12. Oh, und. Ah, da ist ein noch. Dankeschön. Zack. So, Kinders. Jetzt wird hier ein bisschen gebaut. Wir haben schon April. Oh Gott, das geht aber schnell hier. Uff. Okay, das mit der Interface-Größe ist jetzt ein Problem. Weil das hinten raustickert. Nicht gut. Einstellungen. Gameplay, Sprache, Oberfläche. Ja, das mit der Benutzeroberfläche müssten sie nochmal dran arbeiten. Es soll zwar Barrierefreiheit sein, aber es bringt ja nichts, wenn. Naja, das hinten rausrutscht. Ne?
Genau, sind wir auch hier, die nicht zugewiesen. Da müssen wir es eben auf die Größe. Denn die Größe ist trotzdem noch gut lesbar, aber es ist halt schade, dass es. Dass du zwar das Interface vergrößern kannst, aber es eben nichts bringt. So, das erste Haus ist da. Und es hat sich jemand der Familie angeschlossen. Okay. Achso, Familie, die haben einen Nachwuchs bekommen. Wenn zu Vent hoch genug werden, Familien. Okay, ich brauche also eine hohe Zufriedenheit, damit neue Familien in meine Siedlung kommen. Verstehe. Und in dem Haus sehen wir die Bedürfnisse der Familie. Brennstoffstand, Lebensmittelstand, Bekleidung. Die haben nichts. Okay. Küchen, die haben keine Stufe. Bedürfnisse, Annehmlichkeiten. Wir haben schon mal Wasser, das ist schon mal gut, aber der Rest ist. Vom Markt fehlt halt alles. Weil wir noch gar keinen Markt haben, ne? Sammeln, Forsthaus, Sägegruppe, Brennholzgruppe. Hier sollten wir noch. Nee. Hier gibt es eine Sammelhütte für Futter. Wie kriegen wir gerade Futterhütte? Warte mal, wir brauchen doch eine Futterhütte. Wildbeute oder ein Jägerlager? Okay. Okay, das kann sogar kostenlos verschoben werden. Das ist gut. Okay, dann würde ich fast sagen. Haben wir denn Bärenbüsche in der Nähe? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Sehe ich das, wenn ich das baue? Nee. Hier fliegt Gras in der Luft, oder was ist das? Ah, hier sind Vögel. Die Vögel sind halt auch eingefroren in der Luft, alles klar. Dann würde ich die mal hier hinstellen gerade. In der Hoffnung, dass ich hier Bärenbüsche finde oder so. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Pack den mal hier so hin. Speichert, wir machen noch eine Straßenanbindung daran und fertig. Und die Jagdhütte. Das ist die Höhen. Okay, ist eine Höhenanzeige, ist das. Gut, die Jagdhütte können wir jetzt gleich mal nicht genug Leute haben zum Arbeiten. Das bringt also in dem Fall sowieso nichts. Wir haben aktuell auch gar kein Holz, ne? Doch. Brust, das ist Brot. Warum wird es überhaupt nicht angezeigt? Du hast 10 Holz. Kann ich hier einstellen, was ich da oben sehen möchte? Nee. Achso, ach, okay, ich muss da drauf gehen, dann sehe ich das hier, okay. Ah, das ist eine Zusammenfassung. Okay. Wir haben 41 Baumaterial. Werkzeuge, Stein, Bauholz. Und die haben wieder gepimpert. Nice. Okay. Sehe ich, wie viele Leute hier drinnen wohnen und wer hier drinnen wohnt? Hier, Personen. Hier drinnen wohnt Bartholms, Weid, Margret. Hier wohnt Albrecht, Margret und der Hermann. Der Sohn der Familie. Und hier wohnen Hermann, Jörg und die Barbara. Okay. Oh, cool, du siehst gerade, in welchen Dingen die arbeiten. Okay. Und wo die gerade sind. Cool, 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 cool. So. Erweiterung für den. Ach, genau, jetzt können wir ihre Erweiterung einrichten für den Hinterhof. Da war was. Das kostet Silber. Wo soll ich denn das Silber herkriegen? Schatzkammer. Ich habe 0 in der Schatzkammer. Okay, bringt mir also in dem Fall nichts. Okay. Bau begonnen, aber da wir kein Geld haben, dürfte das nicht gehen, oder? Wir gucken mal, ob das funktioniert.
Ist es das Einkommen oder ist es einfach nur der Dings? Wie geht der jetzt ran und macht irgendwelchen Blödsinn? Und der fängt jetzt dann... Ist das ernsthaft das Einkommen, was das bringt? Weißt du was, na dann? Dann gib du mir bitte mal hier, Hühnerstall. Und du, mein Freund, bekommst einen... Not enough wealth. Hä? Ach, das ist... Okay. Oder wenn die jetzt Geld verdienen, dann können die ja auch Sachen auch... Okay, alles klar. Passt schon, kriegen wir hin. Gut, ich. Das ist der Einstieg zu Manorlords. Ich bin gespannt, wie das hier weitergeht. Generell, es sieht schon mal ziemlich geil aus. Und das selbst auf einem alten System. Und das ist noch nicht mal Quali-Modus. Das ist sogar, also noch nicht mal Performance-Modus. Das heißt, selbst auf einer schlechteren Grafikkarte als eine 1070 sollte das Ding sogar laufen. Mit ein paar Abstrichen, aber generell spielbar sein. Und ich sag mal, die Grafik ist bei solchen Spielen ja nicht unbedingt das super Verkaufsargument, obwohl die hier natürlich extrem gut ist. Ich spiele noch ein paar Runden weiter. Ein paar Folgen weiter und schauen mal, wie das Spiel so insgesamt wird, ne? Wie üblich, wenn es dir gefallen hat, gerne in der Mitte subscriben oder links und rechts dort wie es liegen, da gibt es ein bisschen mehr von mir. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin. Tschüss.